Heute die zweite Folge vom Pro Wrestling Österreich Matchrückblick. Das zweite Mal gestartet nach kleinen Internetproblemen. Heute dabei mit Dan Main, Dennis Zinner und den WXW Head Coach Avalanche Robert Reisbauer. Erstmal danke für eure Zeit, danke fürs Dabeisein. Wie geht's euch in dieser Corona-Zeit? Dennis, mal bei dir anfangend. Was treibst du, wie geht's dir? Ja, erst einmal danke für die Einladung für das Ganze. Bin sehr froh, dass man wieder mal was bei mir zum Lockdown mit Wrestling zu tun hat, vor allem mit Wrestling in Österreich, nachdem das ja derzeit nicht wirklich möglich ist, genauso nicht wie das Training oder allgemein irgendein Training. Daher bin ich froh über die Einladung und es ist ein Lichtblick auf die Zeiten, die hoffentlich bald wieder kommen werden und freue mich schon aufs Match. Robert, bei dir schon das zweite Mal seit deiner Zeit bei WXW Head Coach, dass das Training ein bisschen unterbrochen wird, etc. Was sonst aktiv mit dem Catch Compris? Sehr ähnlich wie in Österreich sein in Deutschland momentan eigentlich alles dicht, was halt Kontaktsport bzw. Sport generell betrifft, was halt nicht Profisport wie Fußball etc. ist. Ja, ist natürlich suboptimal, aber ja, wenn man jetzt ganz kitschig sein möchte, dann könnte man auch sagen, wenn man schon nicht die Gelegenheit hat, sie physisch zu betätigen, dann kann man zumindest die Zeit nutzen, um sie auf der ja, theoretischen, fachlichen Ebene ein bisschen weiterzubilden. Ja, wie du schon erwähnt hast, ganz inaktiv sind wir aktuell trotzdem nicht. Es gibt jeden Tag ein neues Match auf WXW Now vom WXW Catch Grand Prix, wo ich eben auch mit von der Partie bin. Wer WXW Now nicht hat, der kann sich das Ganze auf dem WWE Network zum Teil schon anschauen. Also, ja, Entschuldigungen, das nicht anzuschauen, die gibt es eigentlich nicht. Und ja, sonst, es ist, wie es ist. Großartig irgendwie wehmütig zu sein, ist nicht unbedingt mein Ort und unterm Strich bringt es niemanden was. Und von daher, ja, es ist, wie es ist. Dann starte ich gleich einmal mit dem Video. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, das zu unterbrechen, wenn ihr irgendwo was dazu sagen wollt. UKWA Maxima 13 vom März 2019. Los geht's. Schau, sowas wie Zuschauer, kannst du dich noch an das erinnern? Wow, das muss eine Zeile mehr sein. Ne? Ist das schön. Ja, es ist 1,5 Jahre ist es sicher schon her, das Ganze. Das war irgendwann 2019, Anfang des Jahres. Ja, na gute 1,5 Jahre. Na, geht doch nichts über einen gescheiten Lockup. Ihr habt Ja. tatsächlich. Ich habe das vorher schon mal kurz erwähnt, aber das ist leider im Datennirvana verschwunden. Ich habe tatsächlich nicht recht viele Erinnerungen an das Match generell. Ich weiß nur, dass es nicht schlecht war oder dass es ein gutes Match war. Weil normalerweise gibt es immer ja, etliche Sachen, die man so hängen bleiben und die ich mich sehr konkret erinnere. Aber bei dem Match tatsächlich, ja. Was ich tatsächlich finde, aber was ich bis jetzt so sehe, gefällt mir eigentlich relativ gut. Ja. Bist du eigentlich in der Zwischenzeit noch stärker geworden? Weißt du, was Wie du mich gerade weggeschoben bitte? hast? Ha? Ich habe gesagt, bist du eigentlich in Jetzt der Zwischenzeit noch ich stärker geworden? noch stärker. Noch stärker? Na sicher, du hast gerade 135 Kilo einfach so weggeschoben. Achso, ja, sicher, dass der constant improving. Seit damals, ich muss aber sagen, ich glaube, damals war ich sicher at my biggest zu der Matchzeit. Im Vergleich zu jetzt da auch, da war ich noch voll auf Masse aus. Können wir mich noch gut erinnern. Naja, also keine Ahnung. Also, das sieht man selber sicher immer Nicht mit. in Wrestler-Standards. Na, aber ich glaub, dafür hat man selber immer ein bisschen ein anderes Auge Ich glaube, ja. als wie Dritte, weil, ja, keine Ahnung, ich würde jetzt keinen großartigen Unterschied irgendwie
erkennen. Du schaust für mich so aus, wie es halt ausschaust. Aber ja, ich kenne das, Ja, aber wie das gesagt, ist aus eigener ein guter Erfahrung. Point. Ja, das glaube ich. Was ich selber schaut man die ganze Zeit, ah ja, damals war das so und so, aber das anzuhören. Ach, der Klassiker mit dem Test of Strength, außer Konter. Ja, bis jetzt klassisches Pro Wrestling. Man könnte sagen, davon gibt es heutzutage eh viel zu wenig. Ja, die Canadian Destroyers kommen später noch. Spoiler, ich glaube nicht, dass welche kommen, aber. Ja. Du Vielleicht. hast auf jeden Fall immer einen guten Kameramann mit von der Partie gehabt. Ja. Weil Der ist mir immer hilfreich, ja. normalerweise sind so One-Camera-Geschichten sehr schnell, sehr, ja, sagen wir mal, semi-levend, um nicht zu sagen Ja. Arsch. Aber der macht das eigentlich immer ganz gut und hat immer alles eigentlich relativ gut drauf, die ganze Action. Hast du den vom Eddie Guerrero geflattert oder was war die? Ja, den habe ich. Ja, das ist die klassische Rolle, wie man sagen. Ich habe den im Laufe der Zeit irgendwie verlernt. Dann habe ich es wieder weggelassen. Das war so immer der Reinsprung. Und das ist die classy Main-Rolle, die schön gekontert worden ist. Na, aber der Eddie Guerrero war das. Irgendwie habe ich den dann nicht mehr gemacht. Ja, aber solche Aktionen oder Bewegungen oder was auch immer, das gibt es schon öfters, wenn ich mir, also schau mal eher ungern eigentlich ältere Matches von mir an, weil man, ja, keine Ahnung, weil da immer sehr, sehr kritisch drauf blickt, aber hin und wieder, keine Ahnung, wenn man sich denkt, hey, das schauen wir jetzt auch mal wieder an, weil, keine Ahnung, ist jetzt gerade. Jetzt gerade zum fünften Mal oder so irgendwas und dann schaust du die Sachen an und denkst da, hey, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Hey, das war eigentlich gar nicht so uncool, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Ja. Das stimmt, ja. Ich finde es eben interessant zum Schauen, dann so eben ältere Matches, was sich so vom Wissen von damals verändert hat und wie man sie generell, sein Blick aufs Ganze, wie das bis von heute evolved ist. Das finde ich auch ganz interessant. So zum Beispiel, ich meine, die Zeit zum Beispiel oder davor, noch mehr davor. Bei mir hat es viel die Etappen gegeben, also vom Stil her, so die Pre-All-Star-Wrestling-Zeit, wo ich die Summertour gemacht habe und nachher, wie dann schon immer mehr Matches gehabt habe, finde ich, das sehe ich bei mir immer sehr viel. Wie nur im österreichischen Stil gekannt habe und dann eben ein bisschen mehr aufgeschnappt habe. Man muss sagen, dass, also wir reden jetzt gerade nur so nebenbei übers Match, aber da ist eigentlich ganz schön was los, möchte ich mal so nebenbei sagen. Ja, das geht schon. Das ist sehr, sehr ungewohnt mittlerweile, dass überhaupt man stimmungsmäßig, dass überhaupt da was passiert. Und das bleibt weg, boom, und verrannt. Ja, das ist sicher die Unerfahrenheit, weil man stößt an schwereren No. Gegner einfach nicht zum Können Sie mir Sören. noch hören? Laut und deutlich. Five minutes later. Der Harzieher. Ja, ist natürlich, solange Haare schauen ja vielleicht schön aus, aber es hat natürlich ungünstig, wenn man dagegen wen wrestelt, der kein, Der ja, kann nicht der lange nichts noch auslässt, sagen wir mal so. hat. Ja. Der Rest holt. Ah, da kommen wir noch.
Da kann ich mich noch erinnern an das, was wir da nachher geredet haben. Das. Ja. Das, der war tough. Der war tough. Ja. Ich bin ja schwer davon überzeugt, dass es sowas wie Restholds eigentlich nicht gibt oder nicht geben sollte. Weil das impliziert immer, das impliziert nämlich immer, dass man faul ist und dass man sich da so super erholen kann, was ein absoluter Blödsinn ist, wenn man richtig macht, weil man kann nicht auf Pause drücken, weil, ja. Das ist wahrscheinlich... Ich kann merken, dass ich da danach... Das ist, glaube ich, eins der... Wie soll ich sagen? Eins der Dinge, wo ich auf jeden Fall... Keine Ahnung, was mir auf jeden Fall immer so leicht so ein bisschen kriegt, wenn einer sagt, ja, jetzt machen sie einen Rest-Hold, weil die erholen sie jetzt. Wenn ein Hold richtig angesetzt ist, dann gibt es da nicht recht viel. Also ja, vielleicht kann man ein bisschen durchschnaufen, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann Fingern draht und sie denkt, lalalala. Ja, und wenn das tut, dann merkt man, ich will dann sieht man es auch. Aber es gilt allgemein einfach in einem Match, muss du da schauen, dass du die Kräfte so einteilst fürs Match, dass du gut auskommst. Egal, ob das nicht immer so hoch-nieder ist, dass du einmal Fullgas gibst und nachher bist komplett hin. Vor allem, es ist halt auch im Endeffekt so, Leg Lariat, wo ist die Inspiration dafür her? Das ist ziemlich evolved eigentlich, die Leg Lariat. Ich war früher mal so gehalten, eben nur vom Arm so zu überzogen. Und später ist sie dann so in Richtung einfach angesprungen worden. Ich glaube, ich habe da mal die Inspiration gehabt vom Big Show, wie er seine Gegner einfach gehalten und dann da die Leg Lariat so stehen gemacht hat. Und ich habe früher so gemacht mit zum Beispiel eben Konter aus, was nicht, da Clothesline, Arm mitgenommen, Abstand und dann nochmal zugezogen und so die Leg Lariat gemacht. Ich habe dann jetzt aber immer mehr übergegangen ins einfach Anspringen, weil es timingmäßig immer besser reinpasst eigentlich. Also ja, vom dritten ist es gleich mal ein Schlag gegen das Steißbein, aber es scheint sich auszuzahlen. Die Fans sind dabei. Ah, nicht jubeln, du musst dranbleiben. Ah, schau, noch hast du es schon. Ah, ist langsam. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Upp. Steh nicht eingefadelt, aber hat trotzdem funktioniert. Ja, da hat der leichte Kontakt dann trotzdem ausgereicht, dass du mich aus der Balance gebracht hast, dass ich mich umdreht habe. Ja. Das ist dann halt, wenn man dann geschwächt ist, dann gingen solche Sachen dann auch trotzdem auf. Ja, da kommt sie die gute alte Main-Rolle. Aber im Ding hast du nicht durchgehen lassen. Im Takedown. Ja, das ist auch auf dem Steiß gegangen. Ja. Tatsächlich versuche ich solche Sachen mittlerweile stark zu stark zu reduzieren. Seit ich in Toronto habe ich mal wie heißt das nochmal schnell? Ein Lumbago, ein Hexenschuss. Lumbago, ja. Ein Hexenschuss geholt. Und seitdem, also für so eine Aktion. Na, bin die Vaderbomb ins Nix gesprungen und dann hat es mir einmal durchbogen quasi. Ja. Aber seitdem ist immer, wenn ich am Steiß lande, ist immer ungut. Ja. Ist ja nicht der beste Ort zum Landen. Ne? Na. Du hast da wirklich viel vom Gewicht verteilt. Und das war auch schöner. Oh, und ja. Kickout. Fighting Spirit haben wir da.
Aber das sind auch so Sachen, die hat man nicht auf dem Schirm, die macht man 10 Jahre und das ist überhaupt nichts und dann, ja, machst du das 10 Jahre und einen Tag und dann machst du das nie wieder, weil der Körper dann sagt, oh, Roll-up, Rev-assisted, meine Güte. Aber gleich die Backsenden hinten noch. Ey. Ich glaube, es schaut jetzt noch. Es geht dem Ende zu, glaube ich. Und Shay am Rücken nachgearbeitet. Das war's. Das war's. Ja, Ja. thanks for watching. Like, subscribe und share. An So ist dieser es, Stelle, ja. also das Match hat er vielleicht verloren, aber er betreibt eigentlich einen sehr, sehr coolen YouTube-Channel. Also schaut's da gleich mal, nachdem es mit dem Match fertig seid, oder nachdem es mit dem Video fertig seid, könnt ihr gleich mal beim Dan umschauen und ja, liken und subscriben. Und share. Danke, danke. Jeder Support ist willkommen. Die Wrestling-Szene in Österreich blüht ja wieder auf, vor allem sobald Corona wieder vorbei ist. Also sicher nicht verkehrt. So. Ja. Na, ist echt schön, aber sowas wieder anzuschauen, hä. Wenn du denkst, früher hätte sich niemand gedacht, dass einfach das Wrestling und dass unsere Chancen so einfach weg sind. Und jetzt, da glaube ich, glaube, wenn man wieder zurück hineingeht in das Ganze, weiß man das viel mehr zu schätzen wieder. Oder findest du nicht? Also ja, wahrscheinlich schon, aber auf der anderen Seite denke ich mal, was werden für jemanden der Anlass ist, ob an einem gewissen Zeitpunkt nimmer zu schätzen. Also gerade, also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber gerade auf dem Level, wo wir das betreiben, was so viel heißt wie, ja, wie soll ich sagen, semi-professionell, nicht was den die Fähigkeiten im Ring betrifft, sondern ja, wie soll ich sagen, 90% betreiben das Ganze ja eigentlich als ein Hobby, ne? Und aus Leidenschaft. Und wenn man ein Hobby oder seine Leidenschaft betreibt und dann aber eigentlich irgendwann kann, sage ich mal, nicht mehr geerdet ist, dann wird, denke ich mal, sowieso eigentlich was falsch laufen. Also. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke mal, früher hätte es niemals wer gedacht, okay, na passt, das gibt es einfach nicht mehr, was wir da machen. Und das hätte ja niemals wer gedacht, okay, es ist einfach nicht mehr möglich, weil es einfach die Möglichkeit, dass man überhaupt zu Shows geht und bei Shows auftritt und so weiter, war einfach immer präsent. Das hätte niemals gedacht, dass das einfach ausgeschaltet werden kann. Also in der Richtung würde ich eigentlich damit hinaus. Ja, sicher. Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, unterm Strich trotzdem, da muss ich jetzt nochmal den Trainer raushängen lassen. Also gibt dann trotzdem Möglichkeiten, wie man an sich arbeiten kann. Ne? Also Ja. ich bin schon sehr gespannt, wie viele Leute, und das war jetzt gar nicht irgendwie blöd oder so, aber ich bin gespannt, wie viele Leute aus 2020 trotzdem besser rauskommen. Weil Ja. eigentlich, also ja, die Übung so gesehen und die Raps fallen weg, aber es hat eigentlich keiner Entschuldigung, nicht daheim Push-Ups und was, also no, Push-Ups, Kniebeugen etc. zu machen und sie eben auf einer anderen Ebene weiter zu entwickeln, ne? Promos, whatever. Also eigentlich, das ist eigentlich das Geile an Wrestling. Natürlich fällt jetzt der eine Part weg, aber es gibt so viele verschiedene Facetten und Felder, an denen man eigentlich arbeiten kann. Oder vielleicht jetzt sogar mal überhaupt erst die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, weil man davor eben so in diesem Flow drinnen war. Man wrestelt jedes Wochenende unter der Woche. Geht man vielleicht arbeiten oder trainiert oder was weiß ich, und man ist dann eh die ganze Zeit in so einer, also man hetzt vor einem Ding ins andere. Und bevor ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich das ja auch kennt. Ich habe 40 Stunden gearbeitet und am Wochenende war ich meistens zweimal, manchmal dreimal catchen. Dass das vielleicht, also
ob wir jetzt so viel Zeit brauchen, um sie mal hinzusetzen und zu reflektieren, das ist vielleicht auch wieder, ist jetzt vielleicht wieder das andere, aber überhaupt einmal die Möglichkeit zu haben, sie hinzusetzen und quasi mal alles, was man vielleicht so auf der Überholspur erlebt, überhaupt einmal Revue passieren zu lassen und einmal wirklich sacken zu lassen und dann einmal zu evaluieren, so was mache ich eigentlich so im Ring, was eigentlich keinen Sinn macht, oder mal zu hinterfragen, warum mache ich gewisse Sachen eigentlich wie, wo man dann einfach, sage ich mal, mental vielleicht dann auf die nächste Stufen kommen soll, ja. Und damit möchte ich jetzt das Pferd nicht tot reiten, aber ja, ich möchte nur noch mal sagen, ich glaube, es ist alles, was irgendwie Arsch ist, ist gleichzeitig auch irgendwo eine Chance. So. Wann gibt es die nächste MWA-Show? Puh, das ist eine gute Frage. Sobald die Welt wieder sich normal dreht, hätte ich mal gesagt. Es ist nichts, es steht noch in den Sternen. Also eigentlich, man will mich nicht selber einpressen, gell, aber du Ja. stehst eigentlich mit einem Match in der Kreide, ne? Also du müsstest eigentlich da Wiedergutmachung betreiben. Mit einem Match in der Kreiden stehe ich da. Na so, also. Also ich glaube, ich habe das gerade gewonnen. Ist das eine Herausforderung? Na, es ist, ich weise dich nur darauf hin, dass ich das, ja, möchte nicht sagen eindeutig, aber schon klar gewonnen habe. Und da würde ich jetzt eigentlich sagen, du bist im Zugzwang. Okay, Und das ist nachdem ein ehrlich Babyface gewesen. nie sagen kann, na, mache ich nicht, habe ich mich jetzt quasi gerade selber gebucht für die nächste Show. Ich werde mein Bestes geben. Dann lassen wir es bei der Herausforderung. Schauen wir, Booking ob das 101, passieren ne? wird. Ich warte noch auf die öffentliche Herausforderung. Ja, das ist eigentlich eine öffentliche Herausforderung, die 5-7. Ich kann die 10 Sekunden Also für rausschneiden alle und Fans, die groß bis auf Pro jetzt. Wrestling Österreich posten. Als Eilmeldung. Dann danke ich euch. Ja, alle Fans, die bis jetzt noch mitgeschaut haben, die haben die News schon mitbekommen, diese Herausforderung. Genau. Dann danke ich euch beiden fürs Dabeisein und für eure Erzählungen etc. Und ja, wünsche euch noch all das gesund bleibt während dem Lockdown etc. Und Wart nicht schlecht, gell? war der Idee und dass man sich auch bald wieder bei Shows in Österreich, dass man euch wieder sieht, dass die endlich bald wieder normal starten. Danke sehr fürs Dabeisein. Legit, ja. Danke für die Einladung. Danke euch. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.